Okay, wir schauen uns das Video an. Mit Nico war es chillig von Sascha. Hat entspannte 500.000 Klicks nach 3 Stunden. Ich bin gespannt. Wie, keine 2 Wochen Pause zwischen den Videos? Heute kommt endlich mal wieder eine Folge TikToks. Ich weiß jetzt schon, dass sich Latzo freuen wird. Geil! Das heißt, auch heute schauen wir wieder nach, was unsere Nachwuchstalente auf der ganzen Welt so zu bieten haben. Da ich beim Mittelalter-Camp war. Dave, falls du einen guten Clip hast vom Mittelalter-Camp, jetzt wäre der Zeitpunkt dafür. Danke dir, Dave. Schneide dieses Video, Dave on point. Och nee. Das heißt auch, falls dieses Video besonders schlecht sein sollte, lass es doch einfach Dave unten in den Kommentaren wissen. Dave, du bist der Beste. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten TikTok. Let's go. Two best friends in a room, they might kiss. Yes, we will. What? Mega nice! So verarsche, oder? Ich liebe das ziehen. So sehr, ich liebe das so sehr, das. Oh, ist so geil. Ich liebe das nicht. Ich liebe das ganz doll. Also, ich. Ist cool. Mhm. Es ist so unangenehm, dass es dadurch lustig wird. Aber ich würde trotzdem sagen, das ist noch so zu 70% unangenehm. Mhm. Weißt du? Das Witzige Freunde, ist, wie die Jungs sich im Hintergrund fühlen. So Danny und hier, wie heißt der andere? Timo? Timothy? Das haben die aus Joke gemacht. Ich weiß, das haben die aus Joke gemacht. Aber das Endergebnis ist ja egal. Ne? Ich könnte jetzt auch ironischerweise tanzen und einer Pole-Dance-Stange mich rumräkeln aus Ironie und Sarkasmus, weil es ein witziger Clip ist. Aber am Ende des Videos singe und tanze ich immer noch und räkel mich um eine Pole-Dance-Stange. Ne? Ja. Oder? Aber zu denen passt halt auch ein bisschen, so TikTok-Clips. Ja, immer, das stimmt. Du? Ja, ja, ey, Digga. Kevin hat jahrelang professionell Salsa getanzt. Ja, richtig. Dominik auch TikTok machen, Jungs. Das Ding hat alles reingeschallert. Und ich persönlich schließe mich einfach mal Danny seinen Gesichtsausdruck an. Fahrradkette aufs Fahrrad zu packen, wenn die abgesprungen ist. I believe in Mirko. Ruhe in Frieden, Paul Walker. Die alten Fast and Furious Teile, bin ich euch ehrlich, die sind einfach zeitlos, Mann. So, meine Schlingel. Hoffe, euch allen geht's gut. Gerade schönes Frühstück gehabt. Mein Engel Agatha hat wieder mal gezaubert. Ihr kennt's. Ja, Bruder, was soll ich dazu sagen? Gestern ist hier gewesen, alles frei. Heute komme ich zurück. Ja, zum Kotzen, Digga. Darf ich gleich alles wieder freiräumen. Bisschen sauber machen, da hinten auch wieder Müll drin. Ja, Bruder. So eine Scheiße. Wie viel gute Instagram-Story. Die sehen genauso aus. Ich hab's schon gesehen und ich muss euch wirklich sagen, der ist wirklich gut, Mann. Vor allem, wenn man auf die ganzen kleinen Details achtet. Die Birkenstocks, die graue Jogginghose, die weißen Socken, das goldene Armband, als er nach da hinten zeigt. Da ein bisschen frei gemacht. Aber ich vergesse auch nie die Stories, die Monte noch nachts macht. Beste. Digga, danke fürs Backen. Es war super lecker. Was du heute kannst besorgen, mach einfach gestern, Digga. Fahr doch! Was? Eigentlich brauche ich mich nicht wundern. Ich meine, immerhin sind wir auf TikTok. Die Jungs auf jeden Fall Kernschmelze im Gehirn. Warte mal, war das nicht Filo? Weiß ich nicht. Meinst du, dasselbe könnte man von meinen Videos behaupten? Ja. Dave, das war keine Frage an dich. Aber diese Weisheit, was du heute kannst besorgen, mach einfach gestern, Digga. Die hat mich abgeholt. Rossmann ruft FFP2-Masken zurück. Katja ist mal wieder am Brüllen. Das war's. Mehr kommt da nicht. Danke. Wie stumpf. Das war der ganze. Super nice. Für die chillige Einsendung, die Katja einfach anders am Brüllen. Ich zum Beispiel spreche nur laut, damit im Altenheim die Rentner, ich habe sehr viele alte Zuschauer, nicht aufstehen müssen, zur Fernbedienung laufen müssen, um den Fernseher dann lauter zu machen, sondern dass sie einfach auf entspannt vom Sitzen aus das Video genießen können. Dasselbe gilt auf Twitch für Carsten. Oder für Monte. Oder für Kevin. Oder für Latzo. Alter! Ich bin immer cool und rage nie, deswegen bin ich da nicht drin. Und genau deswegen mache ich kein Fit. Jo, Freunde, wie geht's euch? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir.
Ich finde Sascha wohl mega geil, aber einfach ist natürlich einfach ein brutaler Flex immer, ne? Und zwar, heute steht ein 8 Stunden Anfänger Full Body Workout für den Muskelaufbau an, damit doch einer wie Sascha sich schnellstmöglich zu Herkules transformiert. Danke Sascha, ich fange ja morgen an, ja? Was soll ich dazu sagen? Also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ich habe die Zeit da sehr genossen. Und der Nico ist auf jeden Fall ein richtig guter Gastgeber. Und alles, was wir da so gemacht haben oder getrieben haben, hat auf jeden Fall auch richtig viel Spaß gemacht. Dazu kann ich gar nichts sagen. Wieso würde sie diesen TikTok machen? Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe auch nur, wie ihr da draußen den Livestream verfolgt und das Video gesehen mit Hannah. Also eine 7er Nuss, wenn wir schon zu klein. Genau. Keine Ahnung, was da sonst noch passiert sein soll. So Leute, eine kleine Kombi für die Straße, kurz und knapp. Der Gegner schlägt den Depp, rein in den Mann, Leber, zurück, Kopfhaken. Ja, das Ganze jetzt schnell. Hey, was sendet ihr ein? Normalerweise, ich erwarte TikToks von irgendwelchen... Was? Hast du dich gesehen? Genau so. Hat einfach nur einen Jab gefressen? Ja, hat einfach nur einen Jab gefressen. Ja, das Ganze jetzt schnell. Hey, was sendet ihr ein? Normalerweise, okay. Ich erwarte TikToks von irgendwelchen Frauen, wo ich noch Latzo so mit einbringen kann. Keine Frau zu sehen. Luca, hä? Mittlerweile glaube ich, dass Luca nicht nur ein Problem mit mir hat, sondern auch noch mit Latzo. Oh. Aber danke für den aggressiven Tipp fürs Boxen auf der Straße. Ich glaube, den Tipp wird auch Trimax gegen Mickey einsetzen. Oh, Digga. Was, ey? Können wir den nochmal sehen, bitte? Das war der Einzige? Ich will den nochmal sehen, ja, bitte. Das war der heftigste Schlag, den es jemals gegen mich gab. Einsetzen. Das war ja nichts. Das war aber ein Schlag. Na gut, stimmt. Na, aber die werden versuchen, die heftigsten Schläge gegen mich rausgefunden zu haben. Und das war das Einzige, was sie gefunden haben. Ich glaube nicht, dass sie so lange gesucht haben. Okay. Alle Tierfreunde da draußen, keine Sorge, dem Hund geht's wahrscheinlich gut, ich hoffe es doch zumindest. Der Hund, der da mit dem Fallrückzieher weggeschallert wurde, dann von dem Torwart gefangen wurde und weggejietet wurde, war ja nur ein Kuscheltier. Ich weiß gerade nicht, ob es positiv oder negativ ist, dass ich ab dem zweiten Becher wusste, wer gemeint ist. An den Quizmaster von diesem TikTok. Mach doch direkt als zweites unsympathisch TV rein. Die Nase hat doch schon alles verraten. Was ist das für ein Rätsel? Hä? Und an der Stelle bin ich mal das wieder Ding ist komplett auch raus. So hinfallen. Ich habe so ganz oft Leute jetzt in letzter Zeit auch fallen sehen, ja? weil mein Lehrer ja auch Kickbox-Trainer ist und die dann auch mal ein bisschen Kickbox-Training machen und ich zuschaue und die klatschen immer mit so einer Wucht auf den Boden, wenn der denen die Füße wegzieht. Das ist geisteskrank. Ich habe jedes Mal Angst, dass sie sich alles brechen, weil die sind wirklich einfach einen halben Meter fallen die auf ihren Rücken. Jedes Mal, fünfmal im Training. Das ist so geisteskrank. Das sieht immer so böse aus, finde ich. Ja, das war hinfallen. Alles dazu. Mich ist das letzte Mal hingefallen. Ja, eben, genau, weil wann fällt man denn? Also das ist eher genau, so ein Ding, was Kinder machen, oder? Genau, man kann ja gar nicht, also fallen ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Nee, gar außer, nicht. Außer dir wird halt das Bein weggezogen. Beim Fußball war das Standard, da wirst du halt dauerhaft einfach, kriegst eine Blutgrätsche, das ist selbstverständlich auf dem Dorf, aber hinfallen? Aus! Liebes Google-Team, im ersten Moment könnte man jetzt denken, oh, was ist denn da passiert? Die Dame hat sich doch verletzt, so ist ihm aber nicht. Das wurde in professioneller Umgebung aufgenommen und die Dame ist eine astreine Show. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Danke für die ganzen Einsendungen heute. Ich persönlich fand's... Der war der Beste. Und falls ihr noch mehr Clips von TikTok übrig habt, dann sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Ich finde die Jungs so geil. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich bin fertig mit die Flasche. Guck mal. Ich bin fertig mit die Flasche. Ich bin heute nicht unterwegs. Dave W., du lädst pünktlich das Video um 18 Uhr hoch, nur um gut dazustehen. Übel geil. Der Musiker, der da am Start war, der war am Ende gut, der hatte gut einen Sitzen. Hatte ich gerade letztes Mal schon erzählt. Es gab eigentlich eine Strafe, wenn du irgendwas hast, was nicht im Mittelalter am Start war, wie Handy oder Jacke oder eine Cola. Ja. Aber am Ende war der so betrunken, dass sie gesagt haben, der hat gefroren, jo, hier, nimm deine Jacke, ist egal, hier, alles gut. Dann durfte er keinen Alkohol mehr trinken, da stand aber irgendwie nur Alkohol. Und dann hieß es, hier, trink eine Cola. Und dann saß er da voll betrunken mit Jacke und Cola und der ganze Chat war voll Strafe. Aber er hatte auch gut einen Sitzen. Und dann waren wir kurz unten in der Folterkammer.
Und Lazzo hatte irgendwas Hochprozentiges am Ball. Er sagt, hier, probier mal, trink das, aber Joe Exen, das musst du exen. Er hat einfach geäxt, als gerade keiner aus der Produktion da war. Ich habe es genau gesehen und irgendwie 20 Minuten später ist er auf einmal plötzlich aufs Klo gesprintet. Oh mein Gott. Ey, das war echt fies von Nico. Lass Iggy in Ruhe. Der hat so tolle Musik gemacht. Wer füllt denn die Musiker ab? Das ist der Einzige, der nüchtern sein muss. Stimmt's? Hm? Oder? Ich hab das nicht. Fragst du mich? Fragst du mich? Ja. Ich kann's dir nicht sagen. Keiner da vor Ort musste nüchtern sein. Und Nico füllt den Musiker ab. Wow, das ist wirklich stark. Hm?